Liebe Geschwister, eine Freitagspredigt ist etwas sehr, sehr Besonderes. Ich darf aus der Sicht desjenigen sprechen, der regelmäßig diese Aufgabe, diese Verantwortung hat. Und sie unterscheidet sich komplett von einem Vortrag, weil das Thema von einer Freitagspredigt muss im Herzen des Predigers liegen. Und wie oft sitze ich umzingelt von Büchern? Die letzten Wochen war ich auch regelmäßig in einer sehr großen Bibliothek. Tausende von Titeln. Arabisch, Urdu, Englisch, Deutsch. Aber wenn diese Idee nicht da ist, dann kann man von so vielen Büchern umzingelt sein, wie sie es nur gibt. Aber die Rechtleitung im Herzen ist etwas sehr, sehr Besonderes für die Freitagspredigt. Und oft ist es so, dass dieser springende Gedanke, diese Idee, kommt manchmal in der Woche nicht. Manchmal erst am Donnerstagabend, manchmal erst am Freitagmorgen. Das schränkt natürlich eine gewisse wissenschaftliche Vorbereitung ein. Aber ich denke, dass die Freitagspredigt sowieso für mehr als nur Wissenschaft da ist, liebe Geschwister. Und oft hat man etwas, was einen sehr, sehr berührt oder sehr, sehr beschäftigt. Aber die Frage ist das für viele interessant oder für viele wichtig oder vielleicht nur für einen selbst bewegend und interessant? Und regelmäßig, ihr kennt das Problem mehr als ich, ja, diejenigen, die dann zurück zur Mittagspause, von der Mittagspause müssen, die Zeit ist auch eine Herausforderung, ja, und wir versuchen, euch da nicht zu überstrapazieren, besonders nach den häufigen Rückmeldungen, ja, dass ich wohl mehr als die anderen, mehr auf die Zeit achten sollen. Und heute, liebe Geschwister, habe ich kein einziges Thema vorbereitet, sondern mehrere Gedanken waren in meinem Herzen. Und oft ist es auch so, dass man denkt, okay, man hat einen wichtigen Gedanken und der ist im Herzen drin, aber kann man daraus eine ganze Freitagspredigt machen? Vielleicht wird man dann die Leute langweilen, ja, weil nach 5 Minuten schon die Hauptbotschaft überbracht worden ist. Und mir hat ein wenig Trost gegeben, die Ansprachen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass nicht jede Freitagspredigt ein ausgearbeitetes Thema sein muss, kein einziges ausgearbeitetes Thema sein muss. Ich habe mir die Abschiedspredigt von seiner von der letzten Pilgerfahrt durchgelesen. Und die meisten von uns kennen die Inhalte. Ja, es geht darum, dass unser Leben und unser Besitz und unsere Würde unverletzlich ist und dass wir nicht stehlen, nicht morden, dass wir barmherzig gegenüber den Ehefrauen sein mögen und dass der Zins verboten ist und dass kein Araber besser als ein Nicht-Araber und umgekehrt ist und dass die Gläubigen alle samt Geschwister sind. Ja, das waren also mehrere Themen in einer Ansprache. Und umgekehrt, ja, manchmal hat man Exegese, also Interpretation von Texten, ist immer auf 2 Argumenten basiert oder hat 2 Methodiken. Erstens, man guckt, was steht im Text drin. Und das Zweite, was steht nicht im Text drin. Und was wir nicht vorfinden, und das habe ich öfters mal thematisiert, sind ein Buch der Freitagspredigten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die wenigen Predigten, die ein Thema hatten, ich habe genau 2 zählen können, ja, aber die Gelehrten werden bestimmt mehr als dies finden. Die allerwenigsten Predigten also haben ein Thema. Die allerwenigsten Predigten haben ein Thema. Und die Predigten, was man daraus lernen kann, wiederholten Dinge. Ja? Und das Wort Wiederholung, wir mögen das Wort Wiederholung nicht. Wir wollen immer was Neues haben. Nutzen wir das Wort, wie es im Koran auch erwähnt wird, die Erinnerung. Das heißt, man weiß schon etwas, aber man wird daran erinnert. Der Koran, liebe Geschwister, wird Adh-Dhikr genannt. Allah nannte den Koran Adh-Dhikr. Und eines der Hauptbedeutungen vom Wort Dhikr ist die Erinnerung, wenn man es in den klassischen Wörterbüchern nachschlägt. Und die meisten Bedeutungen, die da kreisen dann drumherum, um das sich erinnern, ja, dass
häufige Erinnern im Sinne von das tief Nachdenken oder das starke Erinnern im Sinne von ja, das tiefe Nachdenken. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er wird auch im Koran als Erinnerer beschrieben. فَذَكِّرْ إِنَّ فَعَتِ الذِّكْرَ. Und erinnere, wenn die Erinnerung nutzt, Nutzen bringt. فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ. Ja, ihr kennt diese beiden Verse, sie sind nämlich im letzten 60. des Korans, also in der 87. Sure und der 88. Sure. Und da sagt Allah Ta'ala, erinnere, denn du bist nichts als ein Ermahner, nichts als ein Erinnerer. Ja, die Ermahnung ist mit Erinnerung verbunden. Das heißt, die gesamte Rolle des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde mit diesem einen Wort. Innama bedeutet ausschließlich, ja, in der Bedeutung. Du bist ausschließlich nichts anderes, ein Ermahner, ein Erinnerer. Und der bekannte Großgelehrte Abul Hamid al-Ghazali, den viele für den wichtigsten Gelehrten des 5. muslimischen Jahrhunderts auch halten. Die Erinnerung war sein Hauptkriterium, was er verwendete, um die Menschen zu unterscheiden. Er sagte, an dieser Sache scheiden sich die Menschen. Diejenigen, die sich erinnern, das sind die Gesegneten, und diejenigen, die Erinnerung verweigern, das sind diejenigen, die von Allah Ta'ala bestraft werden. Dieses eine Wort, liebe Geschwister. Und er unterschied die Erinnerung in zwei verschiedene Kategorien. Er sagte zum einen, das, was wir Menschen bereits wussten oder gelernt haben in unserem Leben. In unserem Leben. Und wir werden später daran erinnert. Das war die eine Stufe. Welche andere Stufe könnte es denn noch geben? Er sagte, das, was der Mensch in sich getragen hat, bevor er zur Welt gekommen ist. Bevor er zur Welt gekommen ist. Er hat zwei Verse, die hauptsächlich für ihn als Beweis für diese These oder für diese Aussage dienen. Und das eine ist der 30. Vers in der 30. Sure. Ist ganz einfach. 30, 30. Allah Ta'ala sagt, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. So richte dein Antlitz, dein Gesicht, dein Wesen. Ja, das Gesicht, das Wesen, die Identität eines Menschen. Auf Allah Ta'ala aus, auf die Religion. Und dies entspricht der natürlichen Veranlagung, Al-Fitra. Das ist deine Vorprogrammierung, mit der Allah die Menschen ausgestattet, erschaffen hat. Und es gibt keine Veränderung in der Schöpfung von Allah. Das ist der beständige Glaube. Allein die meisten Menschen wissen dies nicht. Allein die meisten Menschen wissen dies nicht. Und so wird jeder, ohne Ausnahme, der zurück zum Islam findet, nachdem er mehr oder weniger den Pfad verlassen hat, oder quasi neu zum Islam findet, wird bestätigen, es ist ein natürliches Gefühl. Es ist eine Rückkehr. Selbst für denjenigen, der die ersten 30 Jahre seines Lebens aufgewachsen ist, ohne, ja, den Islam vermittelt zu bekommen, wie wir vom Propheten wissen und wie wir bereits thematisiert haben, hat der Prophet ja gesagt, sallallahu alaihi wasallam, jedes Kind kommt, ja, als Muslim zur Welt, als Hanif. Und die Eltern machen aus dem Kind dann entweder einen Juden oder einen Christen oder einen Anhänger von einer anderen Religionsgemeinschaft. Aber wenn man dann zum Islam zurückfindet, dann findet man eben zurück. Es ist nichts Neues. Und ebenso in der 7. Sure, der 172. Vers. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ
قالوا بلى شهدنا شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Dieser Vers beschreibt, dass Allah Ta'ala aus Adam heraus seine gesamte Nachkommenschaft herausgenommen hat. Und zwar bevor sie das Licht dieser Welt erblickt hat. Und dann ist er mit ihnen einen Vertrag eingegangen. Er fragte sie, bin ich nicht euer Herr? Und sie alle, das heißt wir alle, wir sagten ja. So ist es. So ist es. Und wir sind Zeugen. Auf dass wir danach nicht sagen mögen, also hier in dieser Welt, ah, wir waren dem gegenüber achtlos. Das heißt, in jedem unserer Herzen, die hier versammelt sind, in jedem von uns, ist bereits diese Vorprägung, ist bereits diese Programmierung. Und was macht der Islam? Er erinnert uns an diese Programmierung. Ob wir dies im Leben bereits erlernen durften, weil wir in eine muslimische Familie hineingeboren sind, oder aber wenn wir zurückkehren, dann kehren wir eben zurück und wir konvertieren nicht zu etwas anderem. Deswegen die Erinnerung, liebe Geschwister. Die Erinnerung. Und Ibn Taymiyyah, er sagt, es gibt drei Wege, seinen Iman zu steigern. Das erste ist Wissen. Das zweite, die guten Taten. Und das dritte, die Erinnerung. Und es gab unter den rechtschaffenen Vorfahren solche, die gesagt haben, lasst uns für eine Stunde Iman haben, im Sinne von uns dem Iman widmen und Dhikr machen. Obwohl Dhikr auch eine Tat ist, liebe Geschwister. Obwohl Dhikr auch etwas, eine Art Wiederholung des Wissens ist. Also man könnte Dhikr unter Wissen einordnen, weil man wiederholt und ohne Wiederholung gibt es auch kein Wissen. Weil bis etwas ins Langzeitgedächtnis kommt, muss es wiederholt werden. Man könnte es aber auch als Tat einordnen. Dhikr ist auch eine Tat. Aber nein, Ibn Taymiyyah sagt, das ist eine eigenständige dritte Kategorie. Weil es eben so wichtig ist, liebe Geschwister. Die Erinnerung ist etwas so Wichtiges. Dass der Koran den Namen Erinnerer trägt und dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Namen Erinnerer, ja, Mudhakkir, trägt. Aber an dieser Stelle, liebe Geschwister, dass wir das mit dem Wissen nicht auf eine falsche Art und Weise verstehen. Wunderbare Worte von Imam Al-Ghazali. Er sagte, wer meint, dass Iman realisiert wird über spekulative Theologie, über abstrakte Belege, Beweisführung, Indizien oder über wissenschaftliche Kategorien, er sagt, das ist ein Erneuerer. Und er beschreibt den Iman als eine Gabe, als ein Geschenk von Allah Ta'ala. Als ein Licht, was er in die Herzen seiner Diener hineinwirft. Und sagt, manchmal ist Iman etwas, eine innere Angelegenheit, man kann auch nicht mehr darüber sprechen. Man weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. Und manchmal erfährt man Iman im Schlaf, während eines Traumes. Und manchmal durch besondere Ereignisse. Ja, und ich denke, wir alle können uns darin wiederfinden. Die meisten von uns haben besondere Träume gehabt, weil das etwas sehr Menschliches ist. Sogar Nicht-Muslime erfahren diese besonderen Träume, wie wir auch aus der Surat Yusuf wissen. Und oft kennen wir auch, dass wir nicht über gewisse Dinge zu sprechen vermögen. Nicht, weil wir die sprachlichen Mittel nicht hätten, aber weil das, was wir beschreiben wollen, jenseits der Beschreibung liegt. Und wir kennen diese besonderen Begegnungen im Leben, diese besonderen Ereignisse, wo wir sagen, Subhanallah. Und er beschreibt auch weiter, und manchmal erfährt man Iman durch die Gegenwart von denjenigen, die Allah Ta'ala nahestehen. Und das Licht, was Allah Ta'ala ihnen gegeben hat, strahlt auf einen selbst ab. Ja, dass wir das nicht zu sehr verwissenschaftlichen. Und das sage ich deswegen, weil ich später dazu noch etwas sagen möchte, daran anschließen möchte. Und deswegen, liebe Geschwister, Allah Ta'ala, er erinnert uns im Koran daran, dass wir uns erinnern mögen. Und wenn wir zurück zur Urgeschichte gehen, zum Musterbeispiel Adam alaihi salam, finden wir in der 20. Sure einen sehr, sehr besonderen Vers. Ja, wir wissen,
Wir haben Gebote bekommen, wie Adam a.s. Gebote bekommen hat. Das heißt, aus seiner Geschichte können wir eine Menge lernen. Und Allah Ta'ala beschreibt den Grund, ja, des Ausrutschers von Adam a.s. als den folgenden. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Und wir hatten bereits zuvor Adam eine Verpflichtung auferlegt. Aber ratet mal, er vergaß. Und wir haben ihn nicht mit fester Entschlossenheit vorgefunden. Das heißt, wir brauchen Konzentration, liebe Geschwister. Und die Welt lenkt uns sehr erfolgreich ab. Und da werden Milliarden investiert in Werbung, wie wir abgelenkt werden von Allah Ta'ala, ja, damit wir kaufen, ja, und Dinge machen, die uns die Religion nicht gebietet. Deswegen müssen wir eine Entschlossenheit haben, uns an die Gebote von Allah Ta'ala zu halten. Wenn diese Entschlossenheit nicht da ist, dieses Bewusste, ja, diese Konzentration, was wird dann passieren? Wir werden anfällig für das Vergessen. Und damit wir nicht vergessen, brauchen wir was? Wir brauchen Erinnerung. Wir brauchen Erinnerung. Wenn ihr mich fragt, was ist der Hauptgrund, ja, warum Muslime Schwierigkeiten haben? Leute, die Gespräche suchen oder die mich anrufen oder anschreiben. Ich sage euch, die allermeisten Schwierigkeiten passieren deswegen, weil die Person nicht 5-mal am Tag gebetet hat. Und es ist auf die erste Frage, die ich stelle, oder die erste Aussage, die ich treffe, ich sage, das ist dir bestimmt passiert, als du nicht richtig 5-mal am Tag gebetet hast. Und allermeistens, vielleicht 90%, ist die Antwort, dass man überhaupt nicht 5-mal am Tag gebetet hat, also die Zahl an sich vernachlässigt hat. Und vielleicht in 10 oder weniger Prozent, es sind weniger, dort sagt man, ja, ich habe gebetet, aber so aus Routine. Ich habe nichts Richtiges dabei gespürt. War aus Gewohnheit oder ja, weil man halt so in der Familie mitbetet oder gewisse Gewohnheiten einfach hat. Was ja auch schon mal gut ist, Alhamdulillah, schon mal eine hohe Stufe. Ja, im Vergleich zur heutigen Situation, dass man wenigstens dort angelangt ist, dass man diese Zahlen nicht reduziert. Dass man darauf achtet, dass man seine Gebete betet. Ja? Das heißt, an solch einfachen Dingen liegt es, liebe Geschwister. Und nicht nur bei denjenigen, die vielleicht auch nie diese Stufe erreicht haben, aus Liebe 5-mal am Tag zu beten. Es passiert auch solchen, die diese Stufe bereits erreicht haben, aber was passiert dann? Die Nachlässigkeit. Man vergisst diese Grundbotschaften immer wieder ins Leben aufzurufen, sich zu erinnern, sich erinnern zu lassen. Und wenn man fragt, was hat dich zum Gebet gebracht? Nicht immer, aber häufig ist dies die Antwort, Schwierigkeiten. Das heißt, in dem Moment, wo man dann auch Schwierigkeiten bekommt von Allah Ta'ala, weil man nicht 5-mal am Tag gebetet hat, ist dies eigentlich die Einladung zum Gebet gewesen für viele. Aber was derjenige lernen sollte, oder diejenige, die jetzt nicht 5-mal am Tag betet und diesen Kontakt zu Allah Ta'ala hat, und das ist, wie gesagt, eine Rückmeldung von demjenigen, von einem derjenigen, die sich mit den Problemen der Muslime befassen. Und manche, ich kann euch sagen, manche Menschen öffnen sich den Imamen oder Predigern mehr als gegenüber jedem anderen Menschen und sagen Dinge, die würden sie nicht ihren Eltern sagen oder nicht ihren Ehepartnern sagen. Und ich sage euch, so einfach ist es tatsächlich, die Vernachlässigung der Gebete. Und oft, wie gesagt, haben die Schwierigkeiten einen zum Gebet geführt. Alhamdulillah. Und weiter, da wo das Gebet bei den Menschen steht und irgendwelche seltsamen Schwierigkeiten kommen, ist der zweite Grund kein Einsatz für die Religion von Allah. Die Menschen, und das ist eine Beobachtung, die habe ich seit fast 20 Jahren, 18 Jahre, die Menschen, die einen Einsatz auf dem Wege Allahs haben, für die Gemeinde, das kann derjenige sein, der sich um die Sauberkeit der Moschee kümmert. Das kann derjenige sein, der regelmäßig spendet. Das kann derjenige sein, der etwas beibringt von dem, was Allah Ta'ala ihn gelehrt hat. Ob das jetzt Koran ist oder Arabisch ist oder Hausaufgabenhilfe. Das kann derjenige sein, der
irgendwas für die Gemeinde tut, egal was es sein mag, nichts ist gering bei Allah Ta'ala, der bekommt einen besonderen Schutz und besondere Gaben, die andere nicht bekommen. Ein besonderes, ja, er ist in einem besonderen Netzwerk des Segens drin. Und auch eine Beobachtung, die sich bestätigt hat, jeder, der diese Arbeit irgendwie verlassen hat, kann sein aus Frust, mit Geschwistern ein bisschen Ärger gehabt oder ja, wie auch immer, jeder, der seinen Einsatz für Allah Ta'ala irgendwo vernachlässigt hat, hat das auch in seinem Leben zu spüren bekommen. Und gewisse Prüfungen sind ihm widerfahren, die ansonsten von ihm ferngehalten worden sind. Das heißt, schaut, wo ihr steht, liebe Geschwister. Ich muss auch schauen, wo ich stehe. Wir alle müssen schauen, wo wir stehen. Wie stark sind wir in unseren Gebeten drin? Und wie ist unser Einsatz für die Religion Allahs, für die Gemeinde? Ich gebe euch ein Beispiel, auch um euch ein bisschen aufzulockern, aber es trifft den Punkt. Ja, als ich darüber nachgedacht habe, kam mir das sofort in den Sinn. Inshallah gesegnet. Jemand, den ich sehr lange kenne, genau 18 Jahre, wie gesagt, seitdem ich mit dabei sein durfte. Er hat in seiner Jugend, er war so 17, 18 war er, hat schon 5-mal am Tag gebetet und war mit der Moschee verbunden. Ja? Und dann, er war in der Schule, ist es passiert, dass sich ein Mädchen in ihn verliebt hat. Ein nicht-muslimisches Mädchen. Und wie das dann halt so ist, ja, sie kam auf ihn zu und hat gesagt, ich finde dich süß, ja, ich will mit dir gehen, ich will, dass du mein Freund bist. Das ist eine Prüfung, oder? Das ist eine Prüfung. Für jeden Menschen ist es eine Prüfung. Vielleicht hat er sie schön gefunden. Vielleicht hat er sie auch irgendwie als sympathisch empfunden, ja. Wisst ihr, was er gesagt hat? Es kam spontan aus seinem Herz raus. Er sagt, bist du dumm? Was ist los mit dir? Ja? Gut, abgesehen davon, dass man das hätte ein bisschen diplomatischer, ja, ausdrücken können. Aber ist das nicht Rechtleitung? Ist das nicht ein besonderer Schutz? Und wenn wir auf unser Sündenregister schauen, wir schauen, in welcher Situation war ich damals gewesen? Wir waren dabei, uns von Allah Ta'ala zu entfernen. Und manchmal kennt ihr auch diese Situationen, wo man eine Sünde angeboten bekommen hat, welche auch immer. Aber irgendwie, man hat einfach ganz locker ablehnen können. Man hat noch nicht mal eine Mühe gehabt. Ja, und man überlegt sogar, was ist mit mir los? Ich habe noch nicht mal im Nachhinein ein Bedauern. Was ja auch, ja, manchmal passiert dem Menschen, dass er sagt, ah, warum habe ich die Sünde damals nicht gemacht? Natürlich ist das ein sündhafter Gedanke. Das ist ein sündhafter Gedanke, eine Sünde an sich, dass man sagt, warum habe ich damals die Sünde nicht gemacht? Aber menschlich, dass das manchmal in den Kopf kommt. Ja, der Scheitan macht ja auch seine Arbeit. Ja, er macht seine Arbeit. Wir machen unsere Arbeit nicht, aber er macht seine Arbeit. So wird im Koran beschrieben. Ja, um die Gläubigen von der Religion wegzubringen. Und genau dieser innere Schutz, liebe Geschwister, der entsteht, wenn man mit Allah Ta'ala eine gute Verbindung hat. Und wie gesagt, der Bruder hat nicht nur für sich 5-mal am Tag gebetet, sondern der war eine Säule in der Moschee. Und ist immer noch eine Säule in der Moschee. Er hat diesen Schutz bekommen aufgrund seiner Nähe zu Allah Ta'ala. Liebe Geschwister, lasst uns nun diesen Moment nutzen. Das ist ein sehr besonderer Moment. Viele der rechtschaffenen Vorfahren sprechen davon, dass dies der Moment ist, wo Allah Ta'ala besonders Bittgebete erhört. Dass wir nun um Vergebung bitten, denn Allah Ta'ala ist der Einzige, der uns von unseren Sünden befreien kann. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Liebe Geschwister, jemand, den ich kenne, seitdem ich 12 Jahre alt ist, er hat mich vor wenigen Tagen angerufen und hat mir eine Nachricht überbracht, seiner schweren Prüfung gerade. Aber zuvor als Einleitung frage ich euch, in welchem Lebensalter seid ihr? Kennt ihr so diese Hauptgesprächsthemen, diese besonderen Gesprächsthemen, diese Top-Neuigkeiten?
In einem gewissen Lebensalter ist es Schule. Ja, der ist sitzen geblieben, der hat ein gutes Zeugnis. Ja, das sind so Schulthemen sehr, sehr wichtig. Alles um die Schule herum. Und dann irgendwann geht es weiter und man spricht davon, der hat die Ausbildung angefangen, sie jenes Studium. Dann sind so Ausbildung und Studium die Hauptthemen. Wer was angefangen hat oder vielleicht sogar abgebrochen hat, ja, oder gewechselt hat. Und dann kommen so die, im Freundeskreis erzählt man so, und dann geht es um die Arbeit. Wer hat wo Arbeit gefunden, sich wo beworben, wo abgewiesen, etc. Und dann, wenn man das als Thema sozusagen durch hat, dann spricht man meistens davon, vom Thema, was, wenn der Mann Arbeit hat, dann kommt auch leicht die Ehe. Dann, geheiratet. Und dann ist man in dieser Hochzeitsbesuchsphase, wo man gegenseitig halt sich besucht bei den Hochzeiten. Und dann, was kommt nach der Hochzeit? Dann kommt man zu den Geburtsfesten. Akira. Und dann, liebe Geschwister, dann kann man sagen, geht es irgendwie so ein bisschen bergab, was so die Freude anbelangt, bezüglich dieser Themen. Dann auf einmal fängt es an mit Krankheiten. Krankheiten, Tod. Vielleicht so die Generation, so die Vater gestorben, Mutter gestorben, ist manchmal so eine Nachrichtenkette. Und dann fängt es mit den eigenen Krankheiten von der eigenen Generation an. Und ich komme jetzt auch langsam in diese Richtung. Mich ruft jemand an, den ich, wie gesagt, seit meinem 12. Lebensjahr kenne. Er ist auch so alt wie ich, 35, vielleicht ist er 36. Und sagt, er hat Krebs. Gerade gestern in der Zeitung gewesen, jeder Zweite, ich glaube 48% der Frauen und 51% der Männer, oder umgekehrt, kriegt im Leben mal Krebs. So eine Statistik, Und er hat auch dort Krebs bekommen, wo man als Mann eigentlich keinen Krebs haben möchte. Also wenn man es sich aussuchen könnte, würde man sagen, alle anderen Sorten, bloß nicht dieser. Und subhanallah, kurz zu ihm, es ist jemand, der spät, aber alhamdulillah, Rechtleitung bekommen hat. Man sollte lieber von Monaten sprechen. Und aufgrund dessen, dass man dann halt eben arbeitet und Familie hat und vielleicht Schichtarbeit hat und familiäre Verpflichtungen und Kinder, er hat dann auch nicht diese Möglichkeit gehabt, so viel zu lesen, so viele Informationen zu sammeln. Aber er hat das umgesetzt, was er in der Kindheit gelernt hat. Und das Wenige, was er wusste, hat er versucht zu praktizieren. Seine Gebete und guter Mensch zu sein, von den schlechten Taten fern zu bleiben, Gutes zu tun, auf die Eltern zu hören. Ganz basic. Und dann ruft er mich an und er sagt, jetzt ist so, ich muss stark für die Familie sein. Und alhamdulillah, auf einmal kommen sogar die zerstrittenen Familienmitglieder zusammen und versöhnen sich. Leute, die sich 20 Jahre lang nicht gesehen haben, auf einmal sitzen die an einem Tisch. Und irgendwie spüre ich auch, dass jetzt meine Familienmitglieder mich mehr wertschätzen. Die kommen auf mich zu und sagen Danke und wie geht's dir? Und so diese Wertschätzung, dass ich etwas Wichtiges bin, erzählt er. Und das hat ihm auch gut getan, weil er so das Gefühl hatte, so die Jahre vernachlässigt worden zu sein. Aber er hat sich nicht darüber beschwert, er hat es nur wahrgenommen. Und dann erzählt er auch, dass wie glücklich er doch ist, dass er großes Glück im Unglück hat, weil da kennt er einen Arzt und da hat er einen Cousin und das ist eigentlich, alles kann man das irgendwie inshallah heilen. Die Chancen stehen sehr, sehr gut. Man weiß nicht so genau, aber die Chancen stehen so sehr, sehr gut. Und er hat Hoffnung auf Allah. Und dann, subhanallah, sagt er, jetzt wollte ich dich fragen, was sagt die Religion, was muss ich machen? Und ich war baff gewesen. Ich sagte zu ihm, fast wortwörtlich, ich sagte, wenn ich eines Tages geprüft werde mit einer solchen Nachricht, möchte ich genauso fühlen und handeln wie du. Gibt es da noch was zu sagen? Er beschwert sich nicht. Er sieht das Gute in der Krankheit. Er denkt positiv. Er hält an Allah Ta'ala fest. Er denkt sogar an seine Aufgabe, er muss jetzt die Familie trösten. Also er muss jetzt die Familie trösten. Er hat Krebs und er tröstet jetzt die Familie. Dann hat er von der Arbeit frei bekommen, sagte, nein, ich gehe trotzdem arbeiten und alles. Woran liegt das? Denk zurück an die Worte von Al-Ghazali. Iman ist nicht nur, oder besteht nicht aus dieser ganzen Wissenschaft.
Das ist ein Licht, was Allah Ta'ala jemandem schenkt. Und wenn diese Worte debattierbar sind, vernehmt diesen Vers aus dem Koran. Allah Ta'ala sagt in der 64. Sure im 11. Vers: Ma asaba min musibatin illa bi'idhnillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli shay'in 'alim. Keine Prüfung trifft jemanden, außer mit der Erlaubnis von Allah. Und dies erkennen wir an, indem wir sagen, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wahrlich, wir gehören Allah und zu ihm kehren wir zurück. Und wer Iman hat an Allah, dem leitet Allah sein Herz. Das heißt, das Gute, was wir vorausschicken, unsere Beziehung zu Allah Ta'ala, ist eine Garantie dafür, dass wenn wir in diese Lebensprüfungen hineingeraten, unser Herz von Allah Ta'ala geleitet bekommen. Weil er konnte sich nicht auf solche Situationen vorbereiten. Er hat die Bücher nicht studiert. Er hat relativ spät angefangen und dann in einem Lebensalter, wo man beschäftigt ist. Denkt an die Warnung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja? Nutzt 5 Zustände, bevor euch 5 Zustände erreichen. Und darunter war, nutzt die Jugend, bevor ihr alt werdet. Und er ist jetzt schon alt geworden. Und nutzt eure Freizeit vor der Zeit, wo ihr beschäftigt werdet. Und er ist in der Zeit der Beschäftigung. Aber trotzdem, in dieser Situation hat Allah Ta'ala sein Herz geleitet. Und er hat praktisch eine Khutbah gegeben. Alles, was man nur noch machen muss, ist hier den Koranvers raussuchen, da den Hadith und dort und jenen, dort ein Beispiel noch von den früheren Rechtschaffenen. Und das ist eine Khutbah, so wie er gesprochen hat und gehandelt hat. Und liebe Geschwister, ich sage euch, in der Da'wah, da wo wir vor allem scheitern, ist dieser gelebte, spürbare Islam. Der gelebte, spürbare Islam. Ich kann euch sagen, ob man mit ihm einverstanden ist in all seinen Aussagen oder nicht. Aber Al-Razali hat wohl selten jemanden getroffen, der mehr Wissen hat als er. Und trotzdem spricht er davon, dass Iman etwas ist, was man spürt, wenn es von anderen Menschen herausstrahlt. Menschen, die Allah Ta'ala nahestehen. Es ist also nicht nur Wissen. Ja, wir müssen uns nicht nur argumentativ vorbereiten, was gut und wichtig ist. Ja? Ich glaube, keiner wird mich falsch verstehen. Aber wir müssen uns auch mit unseren Herzen vorbereiten. Wir müssen ein Leben leben, was für sich selbst spricht. Was mehr sagt als Bücher und was wiederum andere Aussagen für nichtig erklärt. Das, was, wie gesagt, von Leuten ausgesagt wird, um die Religion zu umnebeln. Aber ein gelebter Islam, liebe Geschwister, erklärt alle Fragen. Erklärt alle Fragen. Und er gibt automatisch Antworten. Es ist überliefert, ein Beduine kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er war von ihm nicht überzeugt. Er war von ihm nicht überzeugt. Und dann sah er ihn, hört euch die Überlieferung an, er sah ihn und sagte, das ist nicht das Gesicht eines Lügners. Und dann fragte er den Propheten nach dem Islam. Und hat den Islam angenommen. Das heißt, das Wissen war etwas gewesen, was nachher kam. Vorher war die Überzeugung da, das ist nicht das Gesicht eines Lügners. Das heißt, seltsamerweise kam das Wissen danach. War nur noch eine Formalität zu klären. Oft ist es so, dass wir das Wissen vorausschicken, aber dann haben wir in unserem Herzen oder in den Herzen derjenigen, die fragen, immer noch diese Zweifel. Warum? Möglicherweise, weil wir nicht durch unser Leben überzeugt haben und Allah Ta'ala weiß es am besten. Die Geschwister werden nun inshallah sammeln für die laufenden Kosten, für Miete und Strom und Wasser und für die Aktivitäten der Gemeinde. Spendet von dem, was Allah Ta'ala euch leicht gemacht hat und wisst, dass Allah Ta'ala es euch ersetzen wird. Vielleicht auch in der Zeit, ja, damit euch auch das Spenden angenehmer fällt, will ich euch eine Geschichte der Hoffnung kurz berichten. In dieser Moschee in den oberen Räumlichkeiten habe ich einmal Nachhilfe gegeben und dann kam jemand rein, den ich nicht kannte, sprach auf Englisch zu mir und sagte, er braucht ein Gespräch. Dann haben wir uns hingesetzt und es hat sich herausgestellt, er wollte heiraten. Er wollte eine Marokkanerin heiraten, aber selbst kein Marokkaner gewesen. Er war Amerikaner gewesen.
Er war noch rechtlich verheiratet. Er hat sein Kind erzogen, nicht die Mutter des Kindes. Und er war noch in der Armee, nur noch wenige Monate, bis sein Vertrag dann auslief. Und er sprach weder Deutsch, noch sprach er Arabisch. Das ist eine ziemlich schwierige Situation, oder? Ja? Um eine Muslimin zu heiraten, beziehungsweise nochmal speziell eine Marokkanerin zu heiraten und nochmal speziell eine Marokkanerin von den Bergen zu heiraten. Ja? Frag die Marokkaner, die, ja? Ich darf ein bisschen liebevoll provozieren. Ja? Aber subhanallah, er hat den Islam angenommen und sein Gebet geliebt und das Lesen geliebt. Und ich war selbst dabei, als er um die Hand der Frau angehalten hat. Also der erste Besuch, das Hand anhalten, das erste Besuch. Der Vater hat vielleicht gesprochen, Salamu alaikum, wa alaikum salam, vielleicht 4-5 Wörter mehr. Ansonsten hat man ein bisschen Al Jazeera auf Arabisch geguckt, ein bisschen was gegessen, das war der erste Besuch. Also schlimm, schwierig. Ich mach's kurz, gab ein Happy End. Sind verheiratet, die haben Kinder. Solche Dinge, liebe Geschwister, die passieren, wenn wir Allah Ta'alas Nähe suchen. Wenn wir geduldig dabei bleiben. Wenn wir alles richtig machen wollen. Ja, kennt ihr diese, man hat Probleme und dann versucht man Probleme durch andere Probleme zu lösen. Und dann wird eine Problemspirale draus. Und wie kommt man da raus? Fangt bei Null an. Fangt bei der Wahrheit an, liebe Geschwister. Räumt alles weg und sagt, oh Allah, hier stehe ich und ich will den geraden Weg gehen. Bitte recht leite mich und bitte helf mir. Und das sind dann diese besonderen, inshallah habt ihr auch eines Tages 1, 2, 3 solcher persönlichen Geschichten, die ihr an eure Kinder weitergeben könnt, an eure Enkelkinder weitergeben könnt. Ja? Wo ihr sagt, da war Allah Ta'ala bei mir und hat mir Rechtleitung geschenkt. Aber auch ein bisschen habe ich sie gesucht, diese Rechtleitung. Allahumma Amin. Ya Mujib, Ya Rahman, Ya Rahim. Wir bitten dich um all das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von dir erbeten hat. Und wir suchen Schutz und Zuflucht vor dir, bei dir. Vor all dem, wovor auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei dir um Schutz und Zuflucht gebeten hat. O Allah, bitte befreie die Unterdrückten und schenke uns Muslimen Selbstbestimmung, auf dass wir dir allein dienen dürfen, O Allah. Und schenke den Flüchtlingen eine Obdach, O Allah, eine Heimat, O Allah. Und lasse sie unsere Geschwisterlichkeit spüren, O Allah. Dass wir von dem geben, was wir haben, an Zeit, an Geld, an Möglichkeiten. Allahumma Amin. O Allah, für all diejenigen, die eine Not durchmachen, O Allah, bitte erlöse sie aus dieser Not, O Allah. Bitte verheirate die Unverheirateten unter uns und bitte schenke den Familien rechtschaffene Kinder und helfe uns bei der Familienführung, O Allah. Und helfe uns dabei, deine Botschaft gelebt zu überbringen, O Allah. Und rechtleite all diejenigen, in denen du Gutes siehst und verwende uns als Instrument deiner Rechtleitung. Allahumma salli wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in aqimis salat.